Oh, da flattert's aber. Meine Fresse, das ist eine Flutterei. Das sind alles Flatterlenzer. Boah. Wuhu. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Und es haben sich ein paar Dinge verändert. Schaut mal hinter mir. Es ist der Wahnsinn, wie viel da los ist. Ich habe nämlich den Dino-Count hochgedreht von 1,0, auf was er standardmäßig eingestellt war, auf 10. Denn mir waren das an einigen Stellen doch ein paar zu wenig Tiere. Ja, und jetzt seht ihr mal hier, was hier jetzt alles am Start ist. Es ist der Wahnsinn. Und auch wenn ich da rüber gucke zur Burg, das wird sehr lustig. Da muss ich mich nämlich gleich durchkämpfen. Da will ich nämlich gleich mal reingehen. Da habt ihr mir nämlich auch mal gesagt, das soll ich mal machen, dass ich mal in die Burg gehe. Und da wird mir jetzt schon Angst und Bange, wenn ich da nur rüber gucke, ey. Wenn ich da die ganzen Flügel flattern sehe. Bevor ich das jetzt aber tue, nochmal kurz zu der Griffin-Attack-Kontroverse oder beziehungsweise zu der Sturzflug-Damage- und Attack-Kontroverse. Da haben ja wirklich einige die abenteuerlichsten Theorien geschrieben, wie man den steuern muss, was man tun muss, um diese Attacke zu machen. Da haben auch einige, ja, Dinge geschrieben, die wieder mal überhaupt nicht stimmen, einfach nur um irre zu führen. Andere haben es nicht besser gewusst. Also, ich sag's mal so. Ich habe es jetzt mittlerweile ganz gut raus, wie es wirklich funktioniert. Und ich möchte an der Stelle mal einen Kommentar vorlesen, und zwar vom Utahraptor. Wenn du den Sturzflug machst und nichts drückst, landest du nur. Wenn du den Sturzflug machst, und zwar genau senkrecht und auf linke Maustaste drückst, machst du die Attacke. Nur dann landet er danach und somit muss man den richtigen Moment erwischen, dass man nicht einfach nur landet. Mein Greif ist jetzt Level 280, hat 18k Gesundheit, fast 2k Ausdauer und 330 Schaden. Er macht bei einem gut durchgeführten Sturzflug fast 1400 Schaden. Das Beste ist, wenn du ein bisschen übst, kannst du die Attacke so machen, dass du direkt im Flug angreifst. Also senkrecht runterstürzen, dann einige Meter vorm Boden hochziehen. Dann hat man den Geschwindigkeitsüberschuss und wenn man dann auf Attacke drückt, linke Maustaste, kann man im Flug die hohe Angriffszahl erreichen und dann killt man fast alles, was auf dem Weg ist. So kann man auch leicht Alphas killen, weil man ja nicht landen muss. Er hat recht damit. Das habe ich nämlich selber in meinen Versuchen auch rausgekriegt. Wenn ich einfach nur, wie manche das geschrieben haben, hochfliege und einfach nur senkrecht nach unten falle, ohne irgendwas zu drücken. Das muss man mal kurz gucken, wenn wir richtig senkrecht von unten, also oder senkrecht von oben uns runterfallen lassen, dann gibt es eine Animation. Das ist aber nur das Feedback, dass man gelandet ist. Das ist nochmal auf dem Bronto hier. Also man macht schon vielleicht ein bisschen Schaden, das ist verursacht schon ein bisschen Schaden, aber das ist ein bisschen so eine Art Trampelschaden eigentlich nur. Das ist kein wirklicher, ja, Damage, den man da austeilt. Zumindest nicht mit dem hohen Multiplikator, den einige meinen, wenn sie von der Sturzflugattacke sprechen. Das ist wirklich nur eigentlich eine harte Landung. Mehr ist das nicht. Ich mach das jetzt nochmal. Ja, okay, wir haben jetzt da ein Level 20 Firumia getötet, aber das ist jetzt nicht weiter relevant. Das ist ja eh kein High Level und hat auch relativ wenig Leben. Der Punkt ist aber, wenn man wirklich Damage austeilen möchte mit dem Griffin, dann muss man Folgendes tun. Da muss ich mal gerade nochmal die Stamina regenerieren. Ja, der protestiert auch schon, dass wir hier so eine Experimente wieder machen. Jetzt lad doch mal die Stamina auf. Das gibt's doch gar nicht hier. Wie lange das dauert. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. So, jetzt gehen wir nämlich hoch. Genau wie der Utahraptor das geschrieben hat. Und wenn man wirklich maximale Geschwindigkeit aufbaut, das heißt senkrecht nach unten fliegt. So. Und dann im richtigen Moment drückt. Seht ihr das? Wie der Pronto plötzlich richtig viel Schaden gekriegt hat. Man sieht es auch. Das ist nämlich der Punkt, man sieht es. Wenn ich normal einfach auf dem Bronto gelandet wäre, hätte der keinen Blutflecken auf dem Rücken gekriegt, weil er so viel Schaden hat. Wenn ich aber mich runterstürzen lasse und rechtzeitig linke Maustaste drücke, seht ihr das? Dann ist er direkt tot eigentlich. Dann brauche ich nur zwei Schläge und er ist tot. Ja. Also, es ist nicht so, dass man nichts drücken muss. Ja, das ist. Es mag zwar sein, dass man, wenn man sich im Sturzflug runterstürzt, auf ein Tier und nichts drückt und dann diese Druckwelle kommt, dass man da auch Schaden macht. Aber das ist nicht der starke Angriff. Ja. Ganz wichtig, dieser Unterschied. Das ist einfach nur, ja, so eine Art, ja, wie sagt man, so eine Schockwelle halt. So eine Landungsschockwelle, die aber nicht wirklich viel Schaden macht. Die macht ein bisschen Schaden, macht aber nicht viel Schaden. Im Grunde ist es so eine Art Trampelschaden eigentlich mehr. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder ein Level-Up für den Griffin bekommen. Das ist ja nice.
Das geben wir doch gleich mal in nochmal Melee-Damage, würde ich sagen. Melee-Damage kann der ruhig ordentlich bekommen, das ist kein Problem. Das passt. So, und dann würde ich doch mal sagen, jetzt wo wir das geklärt haben, diese Frage, ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal beim Mutaraptor, der das geschrieben hat. Ich bedanke mich trotzdem natürlich bei allen anderen, die auch Tipps gegeben haben. Es kann ja sein, dass ihr das im guten Glauben geschrieben habt, wenn es auch vielleicht nicht richtig war, was ihr geschrieben habt. Ja, da will ich ja gar nicht irgendwie unterstellen, dass das mit Absicht passiert ist. Aber es ist wirklich auffällig, das hat natürlich auch der Mutaraptor geschrieben, dass da sehr viel geschrieben wurde von Leuten, die eigentlich das gar nicht selber ausprobiert haben oder nur meinten, sie hätten die Attacke gemacht, sie aber gar nicht wirklich ausgeführt haben und so. Also man sieht es wirklich, das sieht man ja hier auch im Video, wenn man wirklich in Sturzflug geht und rechtzeitig die linke Maustaste drückt zum Angriff, dann teilt man richtig viel Damage aus und killt so ein Tier einfach mal in wenigen Hieben. Ja, das ist genau der Punkt. So, jetzt geht es darum, ich möchte mich in diese Höhle da bewegen. Und wenn ich da ehrlich gesagt schon so gucke, da wird mir echt Angst und Bange, ne? Also ich lande jetzt hier einfach mal mit dem Griffin. So ein bisschen so hier vorne. Aber wartet mal, eigentlich könnte ich die Viecher ja jetzt auch mit dem Griffin platt machen. Zumindest die, die außen rum chillen, die Oinks, die Bösen. Ich wette, da mache ich ja dann auch One-Shots, bevor ich jetzt hier absteige und das versuche mit meinen Waffen zu regeln. Mit meiner blöden Shotgun, die nur 2 Schuss hat. Versuche ich das lieber mal mit dem Griffin zu erledigen. Noch schön hochfliegen, damit wir richtig schön auch zielen können hier. So, oh, da flattert's aber. Meine Fresse, das ist eine Flutterei. Das sind alles Flatterlenzer. Boah, wuhu. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ah, wieso hängt er denn jetzt? Flieg doch. Warum hängt er denn jetzt da rum? Er fliegt nicht mehr. Er fliegt nicht. Warum fliegt er denn nicht? Was ist denn da jetzt los? Er ist überladen. Scheiße. Ah, ich muss das ganze Zeug loswerden. Ah, schnell, 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 schnell. Alles weg, alles weg, alles wegschmeißen. Ah. Ah. Gott, flieg, flieg, flieg. Alter, scheiße. Boah. Der hat die auch instant ausgenommen, die ganzen Viecher. Warum hängt das jetzt? Oh Gott. Der hat die instant ausgenommen, deswegen hat das jetzt gerade so, war der jetzt überladen direkt instant. Alter, scheiße, ich muss, glaube ich, dieses Victim-Harvesting-Dings muss ich, glaube ich, ausmachen, damit das nicht passiert. Shit, ey. Fliegen die mir jetzt noch hinterher eigentlich? Kann ich mal kurz skillen? Ameisen, ah! Man hat hier aber auch keine Ruhe. Ich kann mit dem Griffin auch rückwärts fliegen, das haben mir auch einige gesagt. Das war auch ein sehr guter Tipp, das wusste ich auch noch nicht. Oder kommen sie, die Flattermännchen? Ja. Ah, flieg! Diese ganzen Oinks da schon wieder, ey. Diese blöden Oinks. Warte mal, wenn ich in der Luft skille, kann er doch nicht irgendwie jetzt hier ausrasten, der Griffin. 500% Melee-Damage, nicht schlecht. Ah. Oh. Huh. Wartet mal, ich versuche den mal hochzuheilen hier ein bisschen. Hoch zu füttern. Denn dann kommt er auch wieder ein bisschen Leben. Der hat jetzt auch 11.000 Leben. Nicht schlecht eigentlich, oder? Läuft, meine lieben Freunde, läuft. Und die Oinks, die hängen jetzt da hinten rum. Ich kill die jetzt einfach nochmal. Kleinen Schweinchen. Ja, toll, jetzt haben die sich hier so verteilt. Scheiße, ey. War mir eigentlich lieber, als sie noch alle auf einen Haufen waren, ehrlich gesagt. Alter, wie das hier aussieht, ey. Wie bei Graf Dracula zu Hause, ey. Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist jetzt natürlich bei einem Ziel, das in der Luft fliegt, ist das natürlich nicht so einfach, da jetzt... Ach du Scheiße, wie sie alle ankommen. Gottes Willen. Oh, Scheiße. Blattert mal auf den Boden, ihr Schweinchen. Ihr müsst mal landen irgendwie. Oder kann ich das auch in der Luft machen? Wartet mal, man muss sich doch eigentlich nur auf die Viecher stürzen. Okay, nee, so einfach ist es dann doch nicht. Warte mal, wir gehen nochmal hier in den Sturzflug, so. Dann ziehen wir die mal kurz hinterher, bis sie unten ankommen. Und da wird ein Fiomia gemobst vom Raptor. So, da lade ich mal hier kurz die Stamina auf. Die Viecher, die kommen ja noch hinterher geflogen, oder? Eine zumindest kommt hinterher geflogen. Ah, aua! Du hässlicher Raptor, du.
So, Moment, das ist jetzt so die Frage. Kann ich diese kleinen Schweinchen mit dieser Sturzattacke, kann ich die platt machen damit? Geht das? Schauen wir mal. Jawohl, das geht. Sauber. Haha, genau wie der Utahraptor gesagt hat. Das hat er ja auch so gesagt. Wenn man im Sturzflug ist und rechtzeitig hochzieht, hat man die Geschwindigkeit quasi gesaved. Dann ist man erstmal so schnell. Und wenn man dann die Attacke drückt, dann macht man die Viecher alle instant platt. Nicht schlecht. Muss man wirklich mal sagen. Das ist cool. So, ich will jetzt trotzdem nochmal den Griffin ein bisschen aufheilen noch weiter. Ah, oh, und da kommen die Oinks schon wieder. Diese blöden Oinks. Kommen wir jetzt nochmal hoch. Kleinen Schweinchen. Dann stürzen wir uns auf sie. Gucken, wo sind sie? Wo sind sie? Da unten sind sie. Haha! Aber wie gut ich das schon drauf habe, oder? Man kann die richtig aus der Luft rauscachen. Weil stellt euch jetzt mal vor, es wäre wirklich so, wie einige gesagt haben, und man muss einfach nur im Sturzflug gehen und gar nichts drücken. Würde das ja bedeuten, man würde diese Superattacke nur dann machen können, wenn man irgendwo landet auf dem Boden. Ja? Das wäre ja sinnlos. Man musste ja auch in der Luft machen können. Sonst wäre der Luftkampf ja total unspektakulär mit dem Griffin, wenn man immer nur die Standardattacke machen könnte, so. Na? Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt hier. So, genau, da haben wir jetzt hier auch wieder ein bisschen. Ich gebe auch nochmal ein bisschen Stamina. Ich glaube, das passt für einen Luftkampf und so. So, dann sind wir mal gespannt jetzt hier. Da unten sind weiter kleine miese Flattermännchen, Flatterfledermäuse. Halten wir da mal rein, würde ich sagen. Oh, das war falsch. Da habe ich leider das Timing nicht richtig gehabt. Habe ich auch nicht richtig beurteilen können, wie weit die ungefähr weg sind. Aber jetzt verfolgen sie mich. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nur wieder nach oben fliege und mich auf sie stürze. Ah, schade. Hat leider auch nicht funktioniert. Das ist immer so ein bisschen so eine Timing-Sache natürlich, ne? Und man muss auch den richtigen Winkel hinkriegen. Das ist eigentlich auch eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Aspekt bei der Sache. So, jetzt aber. Jawoll. Wie krass das ist, ey. Einfach mal reinholzen und dann bäm, explodieren sie alle. Nicht schlecht. So kann man die Oinks einfach mal ganz leicht loswerden. Das ist schon sehr geil, wenn ich das mal sagen darf. Also ich finde das geil. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich finde das geil. Die blöden Oinks. Da, sie kommen. Flieg. Nein, flieg doch. Oh Gott. Warum? Warum er nicht fliegt, wenn er es soll? Er soll fliegen. So, jetzt runter. Auf den Oink zu. Ah, da sind ja noch welche. Moment. Ah, schade, es hat wieder nicht geklappt. Man muss jetzt natürlich nur ein bisschen die Stamina im Auge behalten, das ist ganz wichtig. Die sollte man nicht aus den Augen verlieren. Die Stamini, Stamina, Stamino. Landet, nein, ach, das ist so eine Sache, da habe ich... Ich vergesse das immer, dass wenn man mit dem Griffin einfach irgendwie den Boden berührt, dass er automatisch landet. Das vergesse ich immer so ein bisschen. Das verinnerliche ich noch demnächst irgendwann. So, komm, lade die Stamina, lade die Stamina. Lade die Stamina. Und da kommen die blöden Oinks wieder angeflogen. Und wir fliegen hoch. Und ich drücke am besten auch immer nur einmal, weil dann harvestet der nämlich nicht gleich alle von den Viechern. Jawohl. Da haben wir sie erwischt, die kleinen Schweinchen. Also zumindest ein paar davon. Und die anderen holen wir uns jetzt auch gleich noch. Es macht irgendwie Spaß mit dem Sturzflugangriff. Das ist irgendwie nice. Sterbt! Hässlichen Oinks, ihr. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier nur so versuchen würde, die so wegzugreifen, im wahrsten Sinne, würde das ewig dauern. Ich meine, gut, so ewig jetzt auch wieder nicht. Ist machbar durchaus. Kann man mal machen, aber man hat natürlich da auch wieder das Problem, man muss jetzt hier wieder ständig Sachen rausschmeißen, weil man wieder überladen ist. Und da kommt wieder eine. Aber auf jeden Fall sollte man
Das können wir, glaube ich, festhalten, bevor man in diese Burg reingeht, in Draculas Festung. Ja, sollte man auf jeden Fall mit einem Griffin da ein bisschen aufräumen vorher. Sonst hat man da nur Probleme mit diesen 580, alter Schwede. Das muss man auch erstmal, ne, verdauen hier, so ein 580er Oink. Der haut sogar schon ab hier, der weiß genau, was ihm blüht. Die einzelnen hier, die können wir ja mit einer Einzelschlagattacke hier platt machen. Das müssen wir ja nicht mit der Sturzattacke machen. Gehen wir mal rückwärts, ne? Das können wir ja auch machen. Geht ja auch. Also ich muss sagen, für den Zweck ist der Griffin richtig gut geeignet. Ach ja, stimmt. Es ging ja auch noch um die Frage, wie der Griffin heißen soll. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht durchgerungen. Der coolste Vorschlag, der allerdings auch ziemlich offensichtlich gewesen ist, lautete Peter. Ich würde sagen, so nennen wir den jetzt, oder? Wir nennen den jetzt mal so. Wir nennen den jetzt Peter. Moment. Change name. Well, E. Peter. Weil dann ist das nämlich der Peter Griffin. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihren Griffin Peter genannt haben. Ohne Witz. Aber schöne Idee irgendwie. Ist lustig. Aus Family Guy. Family Guy kenne ich übrigens gar nicht so. Ich habe immer mal nur sporadisch reingeguckt, aber hab die nie gesehen, die Serie, so richtig intensiv. So, jetzt machen wir da mal, da unten sind nämlich noch Oinks drinne. Jetzt machen wir da nochmal einen Sturzflug rein, würde ich sagen. Alter! Und er ist überladen direkt wieder. Sterbt. 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 Geht tot! Ihr hässlichen... Jawoll! So, Moment, jetzt muss ich mir Sachen wegschmeißen hier. Das ist immer ein bisschen doof, dass er gleich alles harvestet. Das muss ich echt eigentlich mal ausstellen. Sonst komme ich hier aus dem Wegschmeißen nicht mehr raus. Ohne Witz. Huch, und jetzt steppt auch noch mein Spiel raus. Auch geil. So, ich habe ja nicht wirklich was Wichtiges im Inventar hier. Oh, da drin sind auch noch mal... Habt ihr das gesehen, was da drin los ist? Alter Verwalter, ey. So, wunderbar. Ich meine, kann man da... Doch, das geht doch bestimmt auch, oder? Ich kann doch, wie der Utahraptor mir das erklärt hat, so einen Sturzflugangriff machen, rechtzeitig hochziehen, in die Burg reinfliegen, die Attacke machen und dann natze ich die doch auch alle weg, die da drin rumfliegen. Ist nur ein bisschen ein Risiko, wenn ich da hängen bleibe drin und nicht mehr rauskomme, weil ich überladen bin. Ich werde mich mal am besten, bevor ich das mache, nochmal richtig leer machen hier mit dem... ich werde nochmal alles rausschmeißen, was Gewicht hat. Und behalt am besten nur das Hammelfleisch drin. Gut, ich... Mein Inventar hat jetzt natürlich auch Gewicht, ne? Das darf man jetzt natürlich nicht vergessen an der Stelle. So, jetzt ist Stamina aufgeladen. Jetzt probieren wir das mal. Das wird jetzt natürlich ein risikobehafteter Move sein, weil, ne? Wir müssen da jetzt ein bisschen... Bisschen abzirkeln hier, die ganze Geschichte. Zumal ich ja dann auch so schnell bin, dass ich dann auch rechtzeitig hochziehen muss. Das wird eigentlich das Schwierige sein. Okay, nee, aber ihr habt gesehen, wie ich das meine, ne? Also so schnell hochziehen dann, wenn man die Geschwindigkeit hat und dann bam, da reinfliegen. Mit der geballten Faust sozusagen. So, ich habe jetzt nochmal kurz eine kleine Zwischenlandung eingelegt. Ich habe nämlich hier, das habt ihr gesehen, die Harvesting-Einstellung deaktiviert, damit das Tier nicht einfach so, wenn es irgendwas getötet hat, dann irgendwie die Sachen farmt oder einsammelt und dann überladen ist direkt, dass man sich dann im Luftkampf quasi auch noch bewegen kann. Das ist ganz wahnsinnig wichtig. Und jetzt versuchen wir das nämlich nochmal mit diesem tollen Move, den wir da gerade gemacht hatten oder schon versucht hatten. Ich will das jetzt nochmal probieren. Ich weiß genau, das funktioniert, wenn wir da so ein bisschen versuchen, uns da so reingleiten zu lassen in die Burg und dann rechtzeitig hochziehen, um die krasse Attacke auszuführen. Das wird bestimmt gut funktionieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich muss nur den Winkel richtig hinkriegen. Lass mal so ein bisschen, genau so. Ah, schade. Okay, es hat nicht funktioniert. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah, 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 weg, weg, weg. Weg, 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 fliegen. Oh Gott, scheiße. Ah, ah, ah. Ah, ah. Er ist gestunt von den scheiß, Dingern hier. Wie heißen sie? Oh Gott, Araneus, genau. Boah, krass. Okay, das wäre fast schief gegangen, trotzdem noch. Also wenn man da nicht richtig timet und da irgendwie den Angriff versaut,
dann hat man ein Problem. Aber jetzt haben wir zumindest die Oinks schon mal rausgelockt. Das ist gar nicht so verkehrt. Boah, dem Griffin geht es aber auch wirklich gar nicht gut. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum Hochheim, weil ich das ganze Fleisch auch schon rausgeschmissen habe. Aber wir versuchen jetzt einfach nochmal. Jetzt können die mich ja nicht stunnen oder so. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, diese ganze Gruppe an, ja, hässlichen Oinks direkt platt zu machen. Jawohl, sauber, habt ihr das gesehen? Nicht schlecht, da ist nur noch einer übrig jetzt, oder? Na, ein paar sind noch übrig, aber wir haben eine riesige Oink-Gruppe einfach mal abserviert hier mit einem Hieb. Nicht schlecht, nicht schlecht, so muss das laufen. Das ist doch sehr schön, da unten liegen sie alle. Na schade, das hat nicht funktioniert. Man baut auch immer so ein bisschen mit der Geschwindigkeit dann diesen Damage auch so ein bisschen auf. Das heißt, je schneller man in den Sturzflug geht, desto besser ist es natürlich. Ah, wie sie hier oben hängen. Jetzt müsste ich natürlich, warte mal, jetzt müsste ich tatsächlich das Harvesten wieder anmachen, damit ich das Fleisch von denen kriegen kann. Damit der Griffin sich auch ein bisschen hochheilen kann. Das ist ja hier auch mal ganz wichtig jetzt, ne? So, da müssen wir mal Enable Resource Harvesting machen und dann am besten hier nochmal Stamina geben. Hier nochmal Melee Damage. So, und dann naschen wir mal hier die ganzen hässlichen Viecher weg, die da in der Luft hängen. Ein fliegendes Buffet. Das sieht echt aus wie so eine moderne Kunst oder so hier. Das ist echt nice. Schön. Schön sieht das aus. Geil. Geil. Genug Kunst. Das ist so wie so ein Stillframe, in dem man sich bewegen kann. Nein, jetzt bin ich wieder überladen. Scheiße. Muss ich die hässlichen Viecher hier wegschlagen. Alles gut, alles gut. Sie leben nicht mehr. Wie er direkt wieder überladen ist von dem bisschen Fleisch. Stirb. Also ein so ein High-Level-Onyx ist für den Griffin kein Problem. Aber wenn sie natürlich in Gruppen auftreten, in Massen, dann haben wir auch mit dem Griffin ein Problem. Ne? Und wenn dann auch noch die Araneos dazukommen, die ja auch noch irgendwie Level 500 noch was sein können, dann haben wir da doch ein Problem. Also so easy going ist es dann doch nicht. Aber trotzdem schon mal nicht schlecht. Ich schmeiß hier mal noch ein bisschen das Fleisch weg. Das ist nach wie vor viel zu schwer hier. Ein bisschen Fleisch müssen wir dann doch dabei haben zum Hochheilen und so. Aber ich würde sagen, Hochheilen, das mache ich gleich mal offscreen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Und dann wage ich mich mal so langsam, aber sicher in die Burg hinein und mal schauen, wie weit ich da komme mit meinem Equip, den ich dabei habe. Der Griffin hat ja jetzt schon die gröbste Arbeit erledigt. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.